willkommen, ihr Kinder und ihr jung gebliebenen Erwachsenen. Wir sind jetzt wieder im Altbackhof. Heute Morgen waren wir im Bürgerhaus von Heise und haben da einen schönen Workshop mit Dr. Peter Volker gemacht. Und nun machen wir ein kleines musikalisches Theaterstück hier im Altbackhof mit Klavier und einem Rezitator. Und am Klavier haben wir Marie-Louise Bolte. Und am Rezitieren und Schauspielen Maximilian Kohnader. Und es ist ein altes Stück, was von einem kleinen Elefanten handelt. Und alles Weitere, ihr seid auch aktiviert im Rahmen dieses Programmes, denn selbst mitzumachen, auch zu Hause geht das. Und wir hoffen, dass es euch Spaß macht. Und ich denke, viel Spaß mit der Geschichte von Baba, dem kleinen Elefanten. Hallo, auch von mir. Wir werden uns heute mit einer ganz großen Elefantenherde im Urwald beschäftigen und eine ganz spannende Geschichte von dem kleinen Barbar hören. Und bevor wir loslegen können, eine Elefantenherde, da brauchen wir ganz viele Elefanten. Ihr braucht ein Papier, ein ganz, ganz normales DIN A4 Papier. Ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, ihr könnt euch sicher irgendwo eins organisieren. Es würde auch ein Stück Zeitung reichen, aber DIN A4 Papier, wenn ihr euch schnell eins aus dem Drucker schnappt von Papi oder Mami oder woher ihr eins fischen könnt. Eugenie spielt uns zum Holen ein bisschen Musik. So, ich hoffe, ihr seid alle fündig gewesen. Jetzt basteln wir uns alle, für jeden von euch, einen Elefanten. Ihr nehmt das Papier und wie wir anfangen, das ist ganz einfach, das kennt ihr sicher alle, wie man Papierflieger macht. Ihr faltet erstmal in der Länge das Papier einmal in der Mitte durch. Genie macht das auch mit, wir brauchen wirklich ganz, ganz viele Elefanten. Ich hoffe, ihr faltet alle schön mit. Und immer schön mit den abgeknabberten Fingernägeln hier einmal drüber ziehen. So. Und jetzt wieder auseinander. Und wie geht das mit dem Papierflieger? Genau, wir machen uns hier eine Spitze. Eine Spitze hier einfalten, hier einfalten. So sieht das dann aus. Ja. Und hier nochmal. Jetzt machen wir das Ganze nochmal spitzer. Hier einfalten, hier einfalten. Wir lassen uns ein wenig Zeit, dass auch alle mitkommen. Bei mir sieht das jetzt so aus. Habt ihr das alle geschafft? Sonst wird euch sicher auch ein wenig geholfen. Und jetzt sieht das schon so ein bisschen aus wie ein Papierflieger, wenn wir das zufalten und alles, was wir hier eingefaltet haben, verschwindet hier drinnen. Wir können mal wieder mit unseren Fingernägeln die Kanten etwas fester zusammenquetschen, dass es auch wirklich schön hält. Und dann sieht das so aus. Wir falten das wieder auseinander. Und als nächstes falten wir hier unten nach oben. Und zwar so, dass unten genau in dieser Spitze ankommt. Und dann wird das sowas wie so ein Hut. Den kann man nicht aufsetzen, weil der hier unten zu ist. Aber die Form hier schmückt mich, oder? Würde ich mal sagen.
auch wieder hier schön den Falz nochmal nachziehen. Und das machen wir auch wieder auf. So, jetzt haben wir das einmal so rum zusammengefaltet. Jetzt machen wir das Ganze auch einfach, um einen schönen Falz zu haben, der in alle Richtungen geht. Falten wir nochmal in die andere Richtung, ziehen ja auch nochmal drüber, dass man es in beide Richtungen klappen kann. Das war also so, wieder auseinander, wieder so, das kann man 1000 Mal machen. Und wichtig ist für den nächsten Schritt, dass wir es so haben, also dass alles Gefaltete hier drinnen versteckt ist. Hier oben, das ist nicht zu, sondern offen. Also offen und hier geschlossen. Jetzt sieht das Ganze also so aus. Nun falten wir hier irgendwo so an der Stelle, ganz genau ist gar nicht so wichtig, so einen Knick rein. So war das. Wir falten einen Knick rein. Dann gucken wir, wie Eugenie das macht. Eugenie, oh, du machst das ja wirklich. Also unglaublich vorbildlich. Wunderschön. Diesen Knick auch hier oben schön wieder mit den Fingern, mit den Fingernägeln nachziehen. Dann machen wir den nochmal nach oben und den gleichen Knick an der gleichen Stelle in die andere Richtung auch nochmal. Auch dass dieser Knick hier in beide Richtungen schön eingeknickt ist. So, dann können wir wieder oben nochmal drüber. Der geht in beide Richtungen, unser Knick. Und jetzt kommt was ganz Besonderes. Wir machen den Knick wieder auf. Und wenn ich jetzt hier nach unten greife, da unten kann ich das ja aufklappen, dann kann ich jetzt hier vorne reinschieben. Und dann verschwindet das so, dass dieser Knick jetzt hier in der Mitte ist. Schafft ihr das? Das probiert nochmal. Also, der war so draußen. Und jetzt ist dieser Knick einmal nach außen geknickt und jetzt hier nach innen geknickt. Und ich glaube, ihr seht schon, was das Ganze hier wird. Wenn ihr das nicht hinkriegen solltet, ihr könnt den Knick auch so lassen. Das ist gar nicht schlimm. Aber so ist die Variante, an der wir jetzt weitermachen. So, und jetzt das gleiche nochmal hier unten. Jetzt machen wir da unten wieder einen Knick, der wieder ein bisschen nach oben geht. Auch wieder schön festquetschen mit den Fingern. Das gleiche wieder in die andere Richtung. So. Ich lege das mal wieder hier ein bisschen auf den Tisch. Immer schön mit den Fingernägeln drüber, in beide Richtungen. Jetzt können wir mit diesem Schwänzchen da unten das gleiche machen. Ich mache hier unten wieder auf. Und hole das, was wir uns hier geknickt haben, nach oben raus. Und jetzt haben wir hier so ein kleines Zickzack. So sieht das von vorne aus. Und wir sind fast fertig. Jetzt kommt nochmal der hintere Teil. Da haben wir ja hier schon diesen Falz. Und jetzt machen wir hier, wo wir diesen Falz sehen, machen wir von dieser Stelle da oben, von da, nicht unten, sondern oben, einen Falz, der wie ein ganz spitzes Dreieck nach unten geht. Also, guckt mal genau hin. Jetzt habe ich das ein bisschen schief gemacht. Ich mache das mal gerade auf dem Tisch. Dann lässt sich das besser falten. So sieht das dann aus. Seht ihr dieses spitze Dreieck? Das war der erste Falz, den wir hatten. Und hier ist der zweite Falz. Also ein Falz, noch ein Falz. Und das Ganze
falten wir auch genau da, wo wir schon gefaltet haben, auf der anderen Seite, auch dass wir da in beide Richtungen können. Und nochmal den Finger drüber ziehen. Schön alles nochmal in beide Richtungen machen. Und dann seht ihr ganz klar und deutlich hier dieses Dreieck. Und jetzt schieben wir hier das einmal so rüber. Guck mal, wie schön Eugenie das macht. Aber ihr macht das sicher auch so toll. Ich kann euch leider nicht sehen, aber ich denke mal, jetzt haben wir schon ganz viele Elefanten und von hier, von der anderen Seite geht das schon ganz von selber. Zack, drüber. Dann nehmen wir uns noch einen Stift. Vielleicht habt ihr einen Griff bereit. Dann können wir genau hier an dieser Ecke einen Kringel erste Seite, auf der anderen Seite auch einen Kringel. Und wenn ihr jetzt alle schön mitgemacht habt, haben wir eine schöne Elefantenherde. Dieser Elefant heißt Baba. Nennt eure Elefanten, wie ihr möchtet. Es gibt Arthur, Celeste, Eugenie, wie heißt deiner? Oh, Mür, Mür, wunderbar. Hallo Elefant. Und dann können wir mit der Geschichte beginnen. Aber wir dürfen nicht vergessen, vielleicht sollten wir ganz kurz noch Sprachunterricht nehmen, wenn die Elefanten sich später freuen. Und es gibt wirklich viel Grund zur Freude. Was sagen Elefanten? Trörö, trörö, finde ich gut. Trörö, trörö. Wir machen alle mal trörö, trörö, trörö. Genau, wenn wir das alle zusammen machen, dann haben wir einen ganz großen Elefantenfreudenchor. Trörö. Und die Geschichte beginnt. Die Geschichte von Baba, dem kleinen Elefanten. Der Text ist von Jean de Brunhoff. Die Musik von Francis Poulenc. Im großen Urwald ist ein kleiner Elefant auf die Welt gekommen. Er heißt Baba. Seine Mutter hat ihn sehr lieb. Mit ihrem Rüssel wiegt sie ihn hin und her und singt leise dazu, dass er einschläft. Baba ist größer geworden. Er spielt jetzt mit den anderen Elefantenkindern. Er ist einer von den allerniedlichsten. Und wisst ihr, was kleine Elefantenkinder spielen? Da gibt es einen Wettbewerb. Wer kann als erster frei auf seinem Rüssel stehen? Und jetzt versucht mal, ob ihr das schafft, euren Elefanten auf seinen Rüssel zu stellen. Ihr habt
eine Musiknummer lang Zeit. Ich hab's noch nicht geschafft. Habt ihr es schon geschafft? Komm, noch eine zweite Chance. Okay, eine Zehntelsekunde. Das könnt ihr dann später noch üben. Es geht auf jeden Fall. Aber es ist natürlich anspruchsvoll. Aber ein kleiner Elefant ist ja eben auch anspruchsvoll. Jetzt muss ich den Armen hier wieder ein bisschen hübsch falten. So. Baba darf auch auf dem Rücken seiner Mutter spazieren reiten. Da schießt ein böser Jäger, der hinter dem Baum versteckt war, auf sie. Der Jäger hat die Mutter totgeschossen. Das Äffchen versteckt sich, die Vögel fliegen davon. Der Jäger springt hervor und will Baba fangen. Baba rennt in seiner Angst davon. Er rennt und rennt und kommt nach einigen Tagen todmüde bei einer Stadt an. Er ist sehr erstaunt, denn es ist das erste Mal, dass er so viele Häuser sieht. Wie viele neue Sachen gibt es da? Schöne Straßen, viele, viele Autos und Omnibusse. Was Baba aber am meisten interessiert, sind zwei Herren, die er auf der Straße antrifft. Er denkt, die sind aber fein angezogen, wenn ich nur auch so schöne Kleider hätte. Aber wie soll ich das anstellen? Zum Glück sieht ihn eine alte Dame, die sehr reich ist und kleine Elefanten besonders gerne hat. Sie merkt sofort, was er haben möchte und gibt ihm ihr Portemonnaie.
Baba sagt, Dankeschön. Ohne eine Minute zu verschwenden, geht Baba in ein Kaufhaus. Er steigt in einen Fahrstuhl und findet es so amüsant, in dieser lustigen Kiste auf und ab zu fahren und auf und ab zu fahren und auf und ab zu fahren, dass er sich 10-mal vom Liftboy bis ins oberste Stockwerk chauffieren lässt und 10-mal wieder ganz nach unten. Er würde das ewig so weitertreiben, wenn der Liftboy nicht sagen würde: Das ist kein Spielzeug, Herr Elefant. Sie müssen jetzt aussteigen und einkaufen, was Sie gerne kaufen möchten. Hier ist der Leiter der Abteilung für junge Herren. Also kauft er sich ein Hemd mit Kragen und Krawatte, einen Anzug von dem allerangenehmsten Grün, eine Melone für den Kopf und Schuhe mit weißen Gamaschen. Sehr glücklich über seine Einkäufe und zufrieden mit seiner Eleganz geht Barbar zum Fotografen und voilà, hier ist sein Foto. Barbar geht zum Abendessen zu seiner Freundin, der alten Dame. Sie findet ihn totschick in seinem neuen Anzug. Nach dem Abendessen ist er müde und schläft schnell ein. Nun wohnt Barbar bei der alten Dame. Jeden Morgen turnen sie zusammen und ihr zu Hause, ihr turnt mit. Nach einem ausgedehnten Bad
Fährt er in seinem Auto spazieren. Die alte Dame hat es ihm geschenkt. Sie gibt ihm alles, was er sich wünscht. Ein hochgelehrter Lehrer gibt Baba Unterricht und Baba ist aufmerksam und antwortet stets richtig. Er ist ein Schüler, der stetige Fortschritte macht. Abends, nach dem Abendessen, erzählt er den Freunden der alten Dame von seinem Leben im großen Wald. Und doch ist Baba nicht ganz glücklich. Er kann nicht mehr mit seinen Vettern und seinen Freunden, den Affen, im großen Wald spielen. Oft träumt er am Fenster von seiner Kindheit und weint, wenn er an seine Mutter denkt. Zwei Jahre sind vergangen. Da sieht er auf einmal beim Spazierengehen zwei Elefanten auf sich zukommen. Die sind ganz nackt. Ja, das sind ja Arthur und Celeste. Mein Vetter und meine Base, sagt er ganz erstaunt zu der alten Dame. Voll Freude umarmt Baba Arthur und Celeste und dann gehen sie zusammen Kleider kaufen. Dann gehen sie in eine Konditorei guten Kuchen essen. Genie für dich.
Während dieser Zeit suchen die Elefanten Arthur und Celeste im Wald und ihre Mamas haben Angst um sie und alle Elefanten suchen. Zum Glück hat ein alter Marabu sie gesehen, als er über die Stadt flog. Er kommt schnell zurück und erzählt es den Elefanten. Die Mamas von Arthur und Celeste sind in die Stadt gekommen, um sie zu holen. Sie sind glücklich, ihre Kinder wiedergefunden zu haben, aber sie schimpfen gleichwohl mit ihnen, weil sie davongelaufen sind. Und so freundlich schimpfen Elefanteneltern. Baba entschließt sich, mit Arthur und Celeste zurück in den Urwald zu gehen. Oh. Alles ist zur Abfahrt bereit. Baba umarmt seine alte Freundin und verspricht ihr, wiederzukommen. Er wird sie nie vergessen. Die alte Dame bleibt allein zurück. Sie ist traurig und denkt: Wann werde ich Baba wiedersehen? Jetzt sind sie abgefahren. Die Mamas haben keinen Platz im Auto. Sie rennen hinterher und halten die Rüssel in die Luft, um den Staub nicht einzuatmen.
An diesem Tag hat der Elefantenkönig einen giftigen Pilz gegessen. Hat sich vergiftet und ist schwer krank geworden. So schwer krank, dass er gestorben ist. Es ist ein großes Unglück. Nach dem Begräbnis haben sich die ältesten Elefanten versammelt, um einen neuen König zu wählen. Gerade in diesem Moment hören sie einen Lärm und drehen sich um. Und was sehen sie? Baba kommt in seinem Auto dahergefahren und alle Elefanten rennen ihm nach und rufen, da sind sie, da sind sie, sie sind wieder da, guten Tag Barbar, guten Tag Arthur, guten Tag Celeste, was für schöne Kleider, was für ein schönes Auto. Da sagt Cornelius, der älteste der Elefanten mit seiner zitternden Stimme, meine lieben Freunde, wir brauchen einen König. Warum wählen wir nicht Barbar? Er kommt aus der Stadt, hat viel gelernt bei den Menschen. Geben wir ihm die Krone. Alle Elefanten finden, dass Cornelius sehr gut gesprochen hat. Ungeduldig warten sie auf Barbars Antwort. Ich danke euch allen. Aber bevor ich diesen Vorschlag annehme, muss ich euch sagen, dass ich mich unterwegs mit Celeste verlobt habe. Wenn ich euer König sein soll, so wird sie eure Königin sein. Es lebe die Königin Celeste, es lebe der König Barbar, rufen alle Elefanten und auf einmal ward Barbar König. Und alle Elefanten jubeln ihm zu und wie jubeln die Elefanten? Trorö, trorö, trorö. Alle Elefanten jubeln. Trörö, trörö, was haben wir noch für Elefanten? Hier ist auch noch ein Elefant. Alle Elefanten jubeln. Trörö, trörö, trörö. Barbar sagt zu Cornelius, du hast gute Ideen.
Darum ernenne ich dich zum General und werde gerne die Krone tragen. In 8 Tagen heirate ich Celeste. Wir veranstalten dann ein großes Fest zu unserer Hochzeit und zu unserer Krönung. Dann schickt Babar die Vögel aus, damit sie alle Tiere einladen. Und Vögel habt ihr auch alle, indem ihr... Schon sind die ersten Gäste da. Babar befiehlt dem Dromedar, es solle in der Stadt schöne Hochzeitskleider kaufen. Er bringt sie gerade zur rechten Zeit. Die Hochzeit von Babar. Krönung von Babar. Nach der Hochzeit und der Krönung tanzen alle nach Herzenslust. Tanzt alle mit! Hier, der Elefant tanzt mit. Hier haben wir noch einen Elefant. Der Vogel tanzt natürlich auch mit. Orchester! Und alle tanzen mit. Das Fest ist vorbei.
Es ist Nacht. Die Sterne leuchten. König Barbar und Celeste sind froh. Und träumen von ihrem Glück. Jetzt schlafen alle. Die Gäste sind heimgegangen, sehr zufrieden, aber müde, weil sie zu viel getanzt haben. Noch lange werden sie an dieses schöne Fest denken. Ende.